Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play The Saboteur mit Java-Heizung von den Battle Brothers. Wir spielen mit Sean Devlin weiter. Wir sind inzwischen im 8. Part, glaube ich. Das heißt, wir haben schon doch ein bisschen was geschafft. Das Spiel dauert etwas länger, weil die Story sehr komplex ist und weil ich auch eigentlich mir die Zeit nehmen möchte für dieses Spiel. Aber das stört euch hoffentlich nicht. Wir haben ja noch unsere anderen Projekte, wenn ihr keine Lust auf Saboteur habt. Und so ist auf jeden Fall was ich jetzt über längere Zeit hochladen kann. Warum habe ich nur diese Dreckskarre? Ich will ein anderes Auto. Ich hole mir ein anderes Auto. Weil der Corino Junker war eine echt lahme Kiste, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, ich habe ja gesagt, ich werde mich bei diesem Let's Play auf die Mission konzentrieren und wenig Freeplay machen. Wenn gerade zufällig was rumsteht, mache ich es vielleicht mal eben mit. So, jetzt steht da nicht gesammelt. Das bedeutet, wir können das Ding sammeln, indem wir es einfach einmal in die Garage stellen. Und das Ding ist jetzt auch nicht wirklich schneller, aber egal. Canard Saint-Martin. Was natürlich auch noch dazu kommt, desto mehr wir deutsche Stellungen zerstören, desto leichter fallen uns manche Missionen, weil wir dann zum Beispiel schneller entkommen können, weil nicht überall deutsche Panzerbataillone und so rumstehen. Und solche Späße. Da oben ist ein Luftschiff, das sieht man auf der Karte gerade. Ja, so richtig in den Himmel gucken kann man nicht, wenn man ein Auto fährt. Also, zumindest bei Saboteur nicht. Wie, du... Weißt du, weil der mir in den Drift reingefahren ist, musste ich jetzt leider die Frau umlegen mit dem Auto. Ich kann da gar nichts für. Das ist nicht... ist nicht so, dass ich schlecht fahre. Nein, die anderen fahren alle schlecht. Das ist doch logisch. Das ist doch immer so im Straßenverkehr. Ich habe im Übrigen durch das Neustarten des Spiels, den nehmen wir mit. Zack. Deutschen Propagandalautsprecher gekillt. 2 von 42. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Ich habe das Spiel neu gestartet und jetzt sind diese komischen Straßenbugs anscheinend weg. Keine Ahnung, ob da einfach nur eine Grafik nicht richtig geladen wurde. Ich weiß es nicht. Die Gefangenen werden schwer bewacht. Vielleicht sollten wir es auf die leise Tour versuchen. Oh. Auf die leise Tour. Na gut, dann probieren wir es auf die leise Tour. So, warte. Du läufst hier lang, du läufst da lang. Du bist nicht bewacht. Und tschüss. Vor allem ist auch geil, wenn wir den zusammenschlagen, ist er ja Blut, ne? Also, aber wenn wir schießen, dann geht es nicht, weil dann ist da noch mehr Blut. Oder wie? Darf ich mir das vorstellen? Ich weiß es nicht. Öffnen Sie Crochets Käfig. Wo sind denn die Gefangenen? Momentchen. Das will ich mir doch gerade mal richtig ansehen. Ja, wenn wir rennen, dann nehmen wir noch mehr Aufmerksamkeit, dann erregen wir noch mehr Aufmerksamkeit. Holy shit, was für ein schwieriges Wort. Da sind Gefangene. Durch die Panzerfallen kommen wir durch. Gut. Warum? Das ist ein General. Oh shit, das ist ein General. Und der General, der erkennt mich, wenn ich in seinem Radius rumlaufe. Gut, kommst du hier lang? Du machst da einmal die Runde. Okay. Können wir den Stealth killen? Ach fuck, wenn mich jetzt einer sieht, dann... Oh, das ist nicht schön. Jo. Wer zum Teufel sind Sie? Was? Ticket in die Freiheit. Gehen wir. Wir müssen meine Männer befreien. Ja, schnell und lautlos. Schnell und lautlos. Geht fit, machen wir. Oh, das ist gerade hier alles echt kacke. Man hört schon meinen Herzschlag, weil ich fast tot bin. So, du hörst jetzt erstmal auf. Du hörst auf. Da hinten ist gerade ein Auto runtergefallen. Wir werden uns wiedersehen, Ihre. Was ist los? Ja. Ich will hier eigentlich Dynamit festmachen. Danke sehr. Nein, wir legen direkt nochmal Dynamit. Weil auf diesen Türmen sind häufig Scharfschützen. Und das ist nicht schön. Alles klar, deutschen General getötet. Können wir den Alarm hier abstellen? Deaktiviert, gesehen. Von wem? Von wem? Von wem? Komm her. Ja, wir machen die Mutter Rabiata-Tour hier bei der Mission jetzt. Weil es, glaube ich, schneller geht, als jetzt nochmal von vorne und nicht entdecken lassen und alles. Wir haben ja eh keinen Zeitdruck. Die sind auf der anderen Straßenseite. Hm, das ist natürlich nicht schön. Wow, okay. Der Turm war noch nicht...
Okay. Du lebst auch noch. Das war's mit dir. Nein. Komm her. So, das war's mit dir. Soll ich doch mal gerade gucken, ob hier noch irgendwer rumsteht oder ob wir jetzt den Alarm abstellen können. Ah, sehr schön. Zack. Und damit ist der Alarm abgestellt. Solange wir uns jetzt, also wenn wir gesehen werden, können wir diese Dinger halt in den Kreisen nicht benutzen. Wenn wir nicht gesehen werden, ist es aber kein Ding. Jungs? Öffne die anderen Käfige. Ja, jetzt machen wir das. Jetzt rennen wir da mal eben rüber. Wenn uns jetzt hier einer auf den Türmen sieht, sind wir eh, geil, wie du... Geil, wie du einfach den, den Hebel an einer ganz anderen Stelle runtergedrückt. Momentchen, was war das? Wechseln zu Karabiner. Ja, ein Karabiner finde ich cooler als ein schweres Jagdgewehr. So. Hier einmal rüber, zack, und dann machen wir den Käfig noch auf und dann haben wir alle befreit. Nicht viel weg, vorwärts, vorwärts. Das sieht sehr geil aus, wie der den Hebel bewegt und in Wirklichkeit ist er ganz woanders. Erfolg! Wir haben Erfolg auf der ganzen Linie. Schön, schön, schön. Und wir haben gleich noch ein paar Posten mitgenommen, das heißt, wir haben noch ein bisschen Schmuggelgut nebenbei gesammelt. So wünscht man sich das doch. Dann können wir jetzt theoretisch zu Lutz fahren, beziehungsweise den Propaganda-Lautsprecher da nehmen wir auch noch mit, wenn wir schon eh auf dem Weg sind. Und uns die nächste Mission anhören. Einmal bitte zurück. Propaganda-Lautsprecher kann man nämlich, sofern sie auf Masten stehen, einfach umfahren. Da spart man sich auch eine Menge Zeit mit. Momentchen, weil wir gerade eh noch Zeit über haben. Wir haben ja jetzt gerade mal 7 Minuten Aufnahme. Machen wir das mal eben. Zack. So. Gut. Und weiter geht's. Du sollst einsteigen, nicht zuschlagen. Ich habe E gedrückt und nicht linke Maustaste. Wop. Perfekt. Jetzt haben wir nämlich wieder 500 Schmuggelgut. Damit könnte man sich nochmal Munition kaufen oder so ein Kram. Munition muss man auch nicht unbedingt kaufen, weil die Deutschen halt, wenn man sie umbringt, auch Munition droppen, die man einsammeln kann. In Form von, also das sieht dann aus wie eine Waffe. Außerdem gibt es in der ganzen Stadt diese... Nein, der steht nicht auf der Säule. Außerdem gibt es halt in der ganzen Stadt auch... Die kloppen da gerade eine Frau zusammen. Das finde ich nicht lustig. Zack, jetzt hat die sich mit Zigaretten und Schokolade bedankt. Das ist auch eine Möglichkeit, um Schmuggelgut zu sammeln. Aber halt in dem Sinne kein Freeplay-Ziel, weil man kann es nicht irgendwann später nochmal machen. Wenn man sowas mitkriegt, muss man es direkt machen. Geht meistens relativ schnell, weil man... Ach, guck mal da unten, den nehmen wir auch noch glatt mit, wenn wir schon mal auf dem Weg sind. Zack. Perfekt. So einfach war das damals, Resistance zu leisten. Ja, ja. Nein, natürlich nicht. Ein Schaufenster, was rot beleuchtet ist. Wunderschön. Ich habe das Gefühl, dass ich mich hier total verfahre. Aber egal. Wir müssen hier über die Brücke, das weiß ich. Ha! Ich kenne mich aus. Nice. Tja. Alter! Können wir das crashen, das Auto? Nice. Ja, anscheinend, es gibt hier nun wieder so leichte Probleme in dem Spiel, die ich aber eher amüsant als störend empfinde. Das Spiel überzeugt nicht unbedingt mit atemberaubender Grafik, wobei der für die Zeit, als das Spiel rauskam, ist die Grafik eigentlich schon ganz in Ordnung. So, den parken wir mal ganz galant daneben. Zack. Neuer Wagen, Corino CL. Jo. Man kann auch Vergünstigungen freischalten, indem man bestimmte Wagen oder halt alle Wagen sammelt, so dass man Panzer parken kann und auf Bedarf wieder rausholen kann. Das ist ganz nett. Ich werde auch versuchen, dass der Job erledigt ist. Mit verschiedenen Autos zu fahren. Das ist ein Waffenschmuggler. Ich will zu Lüg nicht zu dem Waffenschmuggler. Lass mich mal durch hier. So. Das war gute Arbeit, mein Freund. Der Widerstand wird von Tag zu Tag stärker. Rede mit mir. Wenn die Menschen kämpfen wollen, stehen unsere patriotischen Soldaten bereit, um die Deutschen zu vernichten. Vive la France! Das ist ja alles schön und gut. Aber Parolen allein helfen uns nicht weiter, wenn es hart auf hart kommt. Wir haben Männer, die bereit sind, ihnen zu folgen. Von nun an müssen sie nur rufen und sie werden kommen. Damit haben wir den Backup-Angriff freigeschaltet, den ich fast noch nie benutzt habe.
der halt an einer Stelle auf der Straße dann nochmal Soldaten spawnt, sozusagen, die uns helfen, so 3-4 Leute von der Resistance. Man kann sich aus den meisten Situationen auch ganz gut alleine retten, finde ich. Wollen wir denn so ein MP4? Momentchen mal, was haben wir denn noch? Trenchgun, schallgedämpfte Pistole. Die will ich haben. Weil man kann dann leise damit Soldaten töten und man wird nicht gleich entdeckt, auch wenn man zum Beispiel verkleidet ist. Und hier ist direkt die nächste Mission bei Le Crochet, dem Typen, den wir vorhin befreit haben. Wir haben uns schon mal gesehen, oder? In der Nacht, als wir diese Legionäre befreit haben. Ja, gerade eben. Ja, ich war dort. Ich war ein Obmann der Legion. Heute nennen mich die Männer Le Crochet, den Aken. Sie sehen warum. Ein deutscher Wärter hat mir die Hand abgeackt und sie an seinen Köter verfüttert. Aber sie leben und sie sind frei. Ja. Dank Ihnen. Einige meiner Männer hatten weniger Glück. Dieser Deutsche, ich bin noch nicht mit ihm fertig. Ich verstehe, was Sie meinen. Der Deutsche ist ihr in Paris. Man sagt, er hätte eine Vorliebe für Fleisch, das man im Rotlichtviertel findet. Er zieht jede Nacht mit Leibwächtern durch die Gassen, um seine perversen Triebe zu befriedigen. Die Mädchen fürchten ihn. Und wir können nicht zulassen, dass ein Perverser durch unsere schöne Stadt läuft, oder? Ich regel das. Ich will, dass er weiß, warum er stirbt. Sorgen Sie dafür, dass er meinen Namen hört, bevor er sein Leben ausaucht. Gehe in das Rotlichtviertel, raucht der Bestie. Ich kann heute nicht reden, es tut mir leid. Es ist unglaublich. So, wann haben wir angefangen? 33 oder so? Das heißt, wir sind jetzt schon fast wieder... Ja, 10 Minuten sind wir dran. Wir sollen ins Rotlichtviertel gehen, ich würde sagen. Nein, wir laufen da eben und nehmen uns auf den Weg noch einen Wagen mit, würde ich sagen. Schlicht und ergreifend, weil wir dann noch mehr Wagen sammeln wollen. Das wollte ich vorhin euch sagen. Und dann wurde ich unterbrochen. Ich werde versuchen, Wagen zu sammeln. Natürlich. Jetzt hole ich mir genau den Wagen, den ich zufällig schon gesammelt habe. Sehr witzig. Dann fahren wir da nochmal eben rüber. Das ist ja ein Katzensprung von hier, wenn man so will. Das ist auch egal, da können wir das Auto eh nicht parken, insofern. Und schlagen diesen Typen zusammen, so wie ich es verstanden habe, sollen wir den halt nakeln, also nicht mit einer Knarre von 200 Metern Entfernung abballern, sondern ich denke mal zusammenschlagen. Das ist die einzige Möglichkeit, jemanden im Nahkampf zu töten bei Saboteur, glaube ich. Ja, oder natürlich via Stealth Kill, das geht natürlich auch. Aber wir machen, denke ich mal, ansonsten wieder die... Nur ein Halunken und Säufe, genau wie zu Hause. Wird ja Zeit, dass ich den Crowd finde, der Crochet seinen Haken verpasst hat. Der Haken ist sicher. Wow. Nein! Ah, ich habe den gerade noch die Treppe hochkommen sehen. Das war dann doch ein bisschen zu schnell gestorben. Verdammt. Gut, wir sind hier, alles klar. Ich bin aber auch direkt in dem überwachten Gebiet ausgestiegen. Das war auch sehr gut. Nein. Gut. Schallgedämpft. Warum kommst du jetzt zu mir? Lass mich in Ruhe. Geh weg. Warum wollt ihr zu mir? Was tue ich euch? Habe ich euch irgendwas getan oder verfolgt ihr jetzt nur irgendwen? Okay, ihr dreht wieder um. Wer sieht mich denn jetzt? Keiner, schön. So viel zum Thema schallgedämpfte Pistole. Er hat halt nicht gehört, dass, wo der Schuss herkam. Das ist sehr amüsant, sowas. Junge. Wow, wo kommt ihr denn jetzt her? Ihr kamt gerade zufällig vorbei, oder was? Ja, ihr könnt mich mal kreuzweise. Erstmal dich und dann dich. Der Haken lässt sich schön grüßen. Was? Wie war das? Wie war das?
Gut, erhol dich erstmal. Was? Wer hat mich denn jetzt erschossen? Der! Och man, ich stelle mich gerade auch an, ne? So, jetzt machen wir das, bitte. Also ich muss einmal in die Nähe von dem, dann sagt der Haken, ich soll sie vom Haken lieb grüßen. So, was ist jetzt da unten los? Mhm. Das war schön. Jetzt ist die Frage, kriege ich den nächsten direkt mit erschossen? Wenn die da so stehen, die dürfen sich nicht bewegen, ansonsten verkacke ich das hundertprozentig. Nein. Oh mein Gott, ey. Die? Wo kamen die denn jetzt her? Oh mein Gott, ey. Und tschüss. So, okay. Jetzt arbeiten wir etwas klüger. Hilfe. Du hast... Ich stand direkt vor dem, ich hätte ihm doch noch zurufen können. Mein Gott, ey. Ist das schön. Ist das schön, wieder richtig zu verkacken. Es ist so geil, wie sie anrennen. Und direkt die nächste Kugel kassieren. Ja, jetzt guckt ihr blöd, ne? Das Problem ist, ich darf jetzt halt keine Waffe ziehen, weil ich gesehen werde und wenn ich eine Waffe ziehe, werde ich automatisch auch verdächtigt. Siehst du mich eigentlich, oder? Ihr da unten. Wohl eher ihr da unten, ne? Ja, die da unten. Okay. Kommen wir dann noch anders rein? Vielleicht von der anderen Seite? Oder wollen wir da jetzt einfach nur Mutter Rabiata-mäßig richtig Party machen? Wir machen Zweiteres. Ja, 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 perfekt. Daneben. Jetzt stirbt doch. Okay, genug. Genug schallgedämpfte Pistole. Okay, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Boah, wie viele Kugeln frisst du bitte? Yes! Ja, perfekt. Wir können... Warum können wir das... Wegen dir? Und wegen dir. Okay, jetzt können wir das Besteck benutzen. Schön. Wurde auch Zeit. Sexes Sale. Perfekt. Oh, ein sehr schönes Versteck. Da fühle ich mich wohl. Erfolg. Und dann haben wir, können wir endlich diesen Part beenden, nachdem ich dreimal, glaube ich, gestorben bin wegen Idiotie. Oh, wie schön, dass ich noch hier schon so... Oh, erstmal mit dem Nacken knacken. Oh. Gut. Alles klar. Mach dir noch eine Zigarette an. Schönen Tag noch. Und da kommt schon der nächste, oder was? Nachricht erhalten. Zum Lesen Escape drücken. Dann lesen wir die Nachricht noch. Ich hoffe, dass sie diese Nachricht erreicht, mein Sohn. Ich muss in einer Angelegenheit von größter Wichtigkeit mit Ihnen reden. Bitte kommen Sie zur unten angegebenen Adresse. Vater Dennis. Da steht keine Adresse. So, jetzt haben wir auf der Karte drei Ziele. Eins davon ist gelb, ist also Hauptmission. Das heißt, ich werde erst die anderen beiden machen. Ich würde sagen, wir bedanken uns... Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder bei Le Crochet oder erst Vater Dennis. Wir sehen uns bei Vater Dennis wieder, habe ich gerade entschieden. Danke fürs Zusehen und tschö, tschö.